Herzlich willkommen bei autonotizen.de. Heute spreche ich nicht durch den Stern, sondern über den Stern. Ich habe ein Auto dabei, das gewiss vor allem Freiberufler und Selbstständige, Außendienstmitarbeiter sowie Firmenwagenberechtigte im mittleren und oberen Management ansprechen dürfte und soll. Es geht um die Mercedes-Benz E-Klasse. Die ist ja schon allgemein bekannt, natürlich etabliert, hier als Limousine, aber die Limousine als besondere Ausführung. Hier steht es auf dem vorderen Kotflügel EQ Power. Das ist ja die Mercedes-Benz-Marke für elektrische und elektrifizierte Antriebe. Hier haben wir einen Plug-in-Hybrid mit der Verbindung Dieselmotor für den Verbrennerpart und Elektromotor dabei. Und zwar die Mercedes E-Klasse als E300DE. Was verbirgt sich hinter dieser Kombination oder hinter dieser Typenbezeichnung? Wir haben den 2-Liter Vierzylinder-Dieselmotor, bekannt aus dem E220D mit 194 PS Leistung. Und der ist hier in Verbindung mit einem 90 kW oder nach der Verbrennerwährung 122 PS starken Elektromotor zum Dienst angetreten. Die Systemleistung von beiden Aggregaten liegt hier bei 306 PS und da wird jetzt eben das Auto auch für Menschen interessant, die Kilometer reisen, die sich sonst vielleicht für einen Sechszylinder-Diesel entscheiden würden. Die Stromstärke wird hier hinten geladen. Hier ist der Stecker in der Nähe der Batterie. Die liegt nämlich auch im Heck des Autos und da sehen wir jetzt schon den großen Unterschied oder den einzigen großen Unterschied eigentlich im Vergleich zur reinen Verbrenner E-Klasse beim Platzangebot. Das Kofferraumvolumen sinkt von 540 auf 400 Liter. Wir sehen hier diese hohe Stufe im Kofferraum, dahinter die Durchreiche, also man kann dennoch hier längere Ladungen, Skier zum Beispiel, durchladen. Dieses Kabel hier ist Serie, ist ein 4 Meter langes Kabel, hier mit so einer Spirale, also dehnbar für die 230 Volt Steckdose. Damit lädt der 13,5 Kilowattstunden große Akku in ungefähr 4 Stunden auf. Wer ein Mode 2 oder Mode 3 Kabel haben möchte und dann damit schnellere Ladevorgänge erledigen will, der muss, wie bei vielem auch in diesem Testwagen, Aufpreis bezahlen. Und einige dieser hübschen, aber auch teuren Sachen schauen wir uns jetzt im Innenraum an. Viele steigen ja relativ häufig in die E-Klasse hinten ein, zum Beispiel, wenn sie sich ein Taxi oder einen Shuttle-Service rufen. Aber auch als Familienauto ist der große, aber nicht größte Mercedes natürlich optimal geeignet. Persönlich finde ich, dass in den Vorgängergenerationen ein Hauch mehr Raumgefühl war, zumindest subjektiv. Ich kenne jetzt auswendig die Messwerte nicht, aber man kann ja schon bequem sitzen. Ich bin 1,92 Meter groß, die meisten Zuschauer wissen das, und habe die Vordersitze wie immer auch auf dieses nicht typische Maß eingestellt, um den Vergleich zwischen den Autos, die ich testen darf, zu zeigen. Habe hier ausreichend Beinfreiheit. Ich kriege die Füße auch unter den Sitz, wobei das nicht allzu viel Platz unterm Sitz ist. Also wer jetzt irgendwie höhere Schuhe oder klobigere Schuhe anhat, könnte hier vielleicht eine kleine Einschränkung spüren. Die Kopffreiheit geht ja bis hier in Ordnung. Wenn ich mich jetzt wirklich nach hinten anlehnen will, da merkt man dann dieses abgerundete Dach, das dann eben hier sein Tribut zollt. Es gibt aber auch diese Modellvariante als T-Modell, als Kombi. Da geht dann natürlich das Dach gerade nach hinten. Wir haben eine Mittelarmlehne mit einem Ablagefach und hier ausklappbare Cupholder, die alles sicher verstauen. Sehr gut durchdacht und gut gemacht. Eine angenehm gepolsterte Rücksitzbank hier mit hellem Leder bezogen und auch helle Teppichböden, die natürlich jetzt in einem Familienalltag nicht ganz ideal wären von der Farblichkeit. Verschmutzt natürlich schnell, aber alles hochwertig, piekfein gemacht und auch die ISOFIX-Bügel sind gut erreichbar. Aber da könnte man sich auch vom Erfinder des Automobils Klappen statt Kappen wünschen, die dann hier nicht verloren gehen oder irgendwo herumfliegen, wenn man doch öfter mal einen Kindersitz einbaut, den man aber dann vielleicht wieder ausbaut, den nicht immer braucht. Zwei Lüftungsdüsen sorgen für Frischluft nach hinten. Ich kann dann hier auch mit der 3-Zonen-Klimaautomatik dann hier eben die Temperatur und das Gebläse einstellen.
Darunter ist ein Ablagefach. Früher hätte man Aschenbecher dazu gesagt, wobei das ist sogar einer. Hier ist noch so eine Rille zum Zigaretten ausdrücken. Das ist ja lustig, lange nicht gesehen. Und eine 12-Volt-Steckdose. Vielleicht gibt es dann hier gegen Aufpreis noch einen Zigarettenanzünder. Who knows? Ablagetaschen in den Vordersitzlehnen kennen wir auch gewohnt gut. Und wir haben dann hier so eine Kunststoffverkleidung, also leicht abwaschbar. Der Fond passt soweit und interessant wird die E-Klasse natürlich vorne. Es war damals ja großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes, als die E-Klasse auf den Markt kam. Das voll digitale Cockpit wurde hier salonfähig und von der Zukunft in die Jetztzeit gebracht. Natürlich optional. Wer zum Beispiel viel Taxi fährt, ich sage es nochmal, der sieht oft E-Klassen mit den analogen Rundinstrumenten, die aber, wie ich finde, auch nicht schlecht aussehen. Hier eben das voll digitale Display hinterm Lenkrad und daneben das Command-Online-System hier mit dem großen Display. Das MBUX-System mit der erweiterten Sprachsteuerung gibt es in der E-Klasse noch nicht. Das erwarte ich im Jahr 2020 mit einem Facelift. Aber auch hier sind wir online, wir sind connected, wir haben Echtzeitverkehrsdaten und eben voll digital unterwegs. Die Bedienung gelingt, das ist eben noch ein Bestandteil des Command-Online-Systems mit diesem Drehdrücksteller in der Mittelkonsole und hier dieses Star Trek Raumschiff Enterprise förmige Element zur Handauflage darüber, dann auch hier mit Tasten, wo ich eben immer direkt dann zum Beispiel auf den Home-Bildschirm komme und kann die Hand dann hier ablegen und den Drehdrücksteller bedienen. Ein Touchscreen-Display ist das in der Mittelkonsole nicht. Alles läuft also über die Mittelkonsole oder über die Bedienelemente im Lenkrad. Da habe ich hier klassische Walzen- und Kippknöpfe. Einmal hier links für die Fahrassistenz, also die Geschwindigkeitsregelanlage mit der adaptiven Abstandskontrolle. Und auf der rechten Seite für die Sprachsteuerung, die eben hier auf Knopfdruck funktioniert und nicht auf Hallo Mercedes oder Hey Mercedes, oder die Lautstärke und die Telefonbedienung. Und dann sieht man hier oben diese kleinen quadratischen Buttons. Wer noch BlackBerry Mobiltelefone kennt, der kennt auch diese Bedienung hier, der Cursor, mit dem ich dann zum Beispiel hier rechts, wir sehen mal hier, jetzt bin ich gerade im Klangmenü, dann komme ich hier auf den Equalizer, drücke da drauf und kann dann hier die Einstellungen vornehmen. Und das gelingt alles ganz gut. Während der Fahrt ist es so ein bisschen ablenkend, weil man ja manchmal schon so mit der Fingerbewegung vielleicht übers Ziel hinausschießt. Also das braucht ein bisschen Übung, dann kommt man damit aber hin. Und hier kann ich dann auch mit der Home-Taste wieder zurückgehen und dann hier durch die verschiedenen Menüs durchgehen. Auf der linken Seite des Lenkrads habe ich den gleichen Button und da komme ich dann hier eben zwischen den animierten Rundinstrumenten hier durch meine Anzeigen, also die Kilometeranzeige, Bordcomputerangaben und so weiter und so fort. So ist das hier eben aufgeteilt. Den Wählhebel für das 9-Gang-Automatikgetriebe, der steckt markentypisch hier. Und ja, da gewöhnt man sich ratzfatz daran, und erkennt, dass eigentlich diese Stelle ideal ist für einen Wählhebel für die Automatik. Ich würde sagen, wir drücken jetzt diesen schönen Knopf und hören nichts. Der Akku ist noch zu 75% voll und auch diese Energie nutzen wir jetzt zur Probefahrt im E300DE. Die Probefahrt führt mich direkt auf die Autobahn, denn da gehört die E-Klasse natürlich hin. Bis 160 km/h kann der 300DE rein elektrisch fahren, natürlich ausreichende Akkukapazität vorausgesetzt. Und auch wenn der Akku dann langsam leer wird, der Verbrenner ist jetzt zum Beispiel zugeschaltet, wir fahren 140, man hört ihn dann relativ wenig. Man sieht es eigentlich nur am Drehzahlmesser, dass der auf einmal hochschnellt von 0 auf 2000 Umdrehungen. Aber auch wenn der Akku dann relativ leer ist, es bleibt immer genug Reserve in der Batterie für den Boost.
Und das merkt man wirklich, wenn man auf einer freien Autobahn so mit 160, 170 fährt und dann aufs Gas geht, dann stürmt der Wagen voran. 250 km/h ist die eingetragene Spitzengeschwindigkeit. Ja, man hört den Vierzylinder natürlich an seinem Sound. Das ist kein Vergleich zum Sechszylindermotor. Aber in der Leistungsentfaltung und in dem, worauf es hier ankommt, eben dem schnellen Kilometerreisen, meist auf beruflichen Wegen, steht der Vierzylinder-Plug-in-Hybrid den großen Sechszylinder-Dieselmotoren in nichts nach. Der Verbrauch, ich bin jetzt die E-Klasse hier über knapp 1200 Kilometer gefahren. Ich rufe mal die entsprechende Anzeige auf. Ich bin jetzt 1126 Kilometer gefahren, hier sehen wir es. Davon 245 Kilometer rein elektrisch, also knappes Viertel. Warum so wenig? Weil ich größtenteils Autobahn gefahren bin. Und dann habe ich jetzt hier einen Verbrauch von 6,7 Liter Diesel und 3 Kilowattstunden Strom auf 100 Kilometer bei durchschnittlich 78 km/h. Das ist leider die Realität im Stauland Deutschland. Da waren aber neben viel Stop and Go auch wirklich schnelle Passagen dabei. Und ich habe mal in Teilaspekten auch jetzt im städtischen oder vorstädtischen Verkehr, wo man dann vielleicht am Tag so 30, 40 Kilometer fährt, da fährt man eigentlich nur elektrisch. Die Reichweite im realen Leben mit vollem Akku liegt bei mir so bei zwischen 33 und 38 Kilometern. Und je nach Pendelweg ins Büro kann man ohne Außendiensteinsatz eben hier auch viele Tage rein elektrisch fahren. Mit einer Taste in der Mittelkonsole kann ich hier verschiedene Hybrid-Fahrmodi wechseln. Der Hybrid-Modus ist immer eingestellt, also das Zusammenspiel der beiden Aggregate. Dann kann ich den E-Mode oder den E-Safe-Modus wählen. Bei E-Safe wird es die Batterieladung einfach gehalten und Charge, der Charge-Modus, der wirft dann den Verbrenner an. Und wir sehen es jetzt hier im Display, wenn ich vom Gas gehe, wird die Batterie geladen. Wofür ist das gut? Sowohl E-Safe wie auch der Charge-Modus ist dafür geeignet, wenn ich zum Beispiel mit dem Verbrennermodus und voller Batterie Richtung Innenstadt fahre, wo dann eine Einfahrtsbeschränkung ist, kann ich dann dort eben die Batteriekapazität nutzen, um elektrisch zu fahren, oder die Batterie auch während der Fahrt aufladen, um dann in zum Beispiel künftig einfahrtsbeschränkten Innenstädten dann auch eben hier den E-Modus zu nutzen. Der Fahrkomfort, ich glaube, das ist kein Geheimnis, ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Hier vor allem mit dem Luftfahrwerk wunderbar. Die Sitze sind bequem, die Sitzposition auch für große Menschen hervorragend. Eine angenehm übersetzte Lenkung und man steigt auch nach 600, 700, 800 Kilometern aus der E-Klasse entspannt, genauso entspannt aus, wie man hoffentlich eingestiegen ist, so würde ich es mal sagen. Was ich mir noch wünschen würde für eine persönliche Konfiguration des Autos, wäre eine Sitzbelüftung und eine Massagefunktion für die Sitze. Die Sitzverstellung selber, man kennt es ja von Mercedes, perfekt ergonomisch hier in der Tür angeordnet und ja, idiotensicher verstellbar. Eben jedes Element, das am Sitz verstellbar ist, hat hier seinen eigenen Bedienknopf. Bei der E-Klasse hat Mercedes eine sehr breit aufgestellte Modellpalette von Einstiegsdieseln und Benzinern über größere Motorvarianten bis hin zu den wirklich leistungsstarken AMG-Modellen. Aber gerade der hier, der E300DI, den finde ich hochinteressant. Es gibt übrigens daneben auch einen Benziner-Plug-in-Hybrid und der hat ja dann auch Konkurrenten in Form eines BMW 5er Plug-in-Hybrid und dem Audi A6 55T FSIe für die globalen Märkte. Mercedes leistet sich aber vornehmlich für Europa und den deutschen Dieselkunden eben auch den Diesel-Plug-in-Hybriden. Der kostet 55.638 Euro und 45 Cent. So genau sind wir heute mal.
in der Basisausstattung. Der Testwagen hier mit Command Online, Ledersitzen, Luftfahrwerk, dem famosen Burmester Soundsystem mit Halliglackierung und so weiter und so fort, kostet über 85.000 Euro. Aber nochmal zurück auf den Basispreis gerechnet, der liegt 7.000 Euro ungefähr über dem E220D, der den gleichen 194 PS starken Dieselmotor unter der vorderen Haube hat. Aber in Sachen Leistung, also auf der Autobahn, wie er geht, wie er rausbeschleunigt, die Elastizität eben, da liegt er auf dem Niveau des E350D mit dem Sechszylinder-Diesel mit 286 PS. Der kostet ungefähr 1.000 Euro mehr, der kostet ein bisschen über 56.000 Euro. Warum ist dann trotzdem der hier der interessantere mit dem Vierzylinder-Motor-Klang? Weil so ein Auto wird als Firmen- und Geschäftswagen gekauft oder geleast. Und dann profitiert man natürlich hier beim i300.de von dem halben Prozentsatz, also der 0,5% Versteuerung des Listenneupreises und auch dem der halbierten Versteuerung des Arbeitsweges, also der Distanz zwischen Wohnort und Arbeitsstelle. Und dann rechnet sich natürlich der Plug-in-Hybrid für den Arbeitnehmer auf jeden Fall und je nach Leasingrate und Wiederverkaufschancen auch für den Arbeitgeber. Dazu gibt es außerdem, wie ich finde, durchaus bei Kundenterminen ganz guten Gesprächseinstieg, wenn man mit dem Plug-in-Hybrid elektrisch vorfährt und dann eben hier das Thema auf die elektrifizierte Antriebstechnik bringt. Ich finde das Konzept super. Ich verstehe, wenn Hersteller sagen, Diesel-Plug-in-Hybrid lohnt sich nicht, ist zu teuer in der Entwicklung, dafür ist jetzt der Markt zu klein, weil sich das ja vor allem hier auf unsere Breitengrade beschränkt. Deswegen umso mehr Respekt an Mercedes-Benz, dass sie sagen, sie machen das und haben hier echt, wie ich finde, ein tolles Antriebskonzept auf die vier Räder gestellt, was man sich durchaus mal anschauen sollte. Und meine Empfehlung an Sie und euch ist, keine Angst vom Vierzylinder unter der Motorhaube. Einfach mal den i300.de Probe fahren, damit dann auf die Autobahn und den Elektroboost genießen. Und man wird sehen, man kommt genauso schnell voran wie bisher vielleicht mit seinem 530D oder Audi A6 3,0 TDI. Kann eben aber auch elektrifiziert durch die Innenstadt stromen. Vielen Dank fürs Anschauen dieses ersten Mercedes E-Klasse Videos bei autonotizen.de. Den Alltagstest gibt es wie immer auf der Website. Ich verlinke es unten. Danke an den Andi fürs Filmen und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Ciao.